extremen deutschen NPD. Deutschland ende weder am Brenner noch an der Oder. Neonazis aus Österreich führen Schulungen durch, die eindeutig verfassungsfeindlichen Charakter haben. Die Szene vernetzt sich auch finanziell. Die Recherchen des Kennzeichen-D-Autors Rainer Fromm haben Verfassungsschutzämter jetzt bestätigt. Alle Jahre wieder in Kärnten auf dem Ulrichsberg. Hier trifft sich im Spätherbst alles, was stramm rechts ist. Angetreten zur Gedenkfeier für die toten Kameraden, aktive Soldaten, Studenten im Wix, Veteranen der Waffen-SS. Stargast schon öfter und immer umjubelt, Jörg Haider. Der Demagoge biederte sich bei den alten Kameraden an, lobte die Anständigkeit ihres Kampfes und zollte ihren Leistungen seinen Respekt. Respekt erwiesen wird für ihren Lebensweg, Respekt für das, was sie durchgemacht haben und Respekt vor allem für das, was sie für uns bewahrt haben. Das ist etwas sehr Entscheidendes. Und jetzt ein Herz. Standing Ovations für den Rechtspopulisten. Unter den begeisterten Zuhörern Rechtsextremisten aus ganz Europa. Die Veranstaltung in Kärnten ist längst ein internationaler Magnet für Alt- und Neonazis. Oktober 99 im niederbayerischen Falkenberg. Internationaler Kongress der NPD-Parteijugend JN. Es kommen weit über 500 Rechtsextremisten aus ganz Europa. Man ist sich einig gegen die verhasste Multikultur und man will offiziell in Österreich wieder zugelassen werden. Die NPD wird sich gerade im nächsten Jahr aktiv dafür einsetzen, Aktionen starten, eine Kampagne starten für die Wiederzulassung der NDP in Österreich. Die Wiederzulassung der österreichischen NDP ist nach ihrem Verbot 88 eher unwahrscheinlich. Das Innenministerium in Wien bestätigt, die rechtsextremen Kader aus Österreich flüchten heim ins Reich der NPD. Das, was sie in Österreich aufgrund des Verbotsgesetzes nicht tun dürfen, das tun sie eigentlich in Deutschland. Dort haben sie die Möglichkeit dazu und sie agieren von Deutschland nach Österreich. In ihrer Korrespondenz kann man es schwarz auf weiß nachlesen. In diesem NPD-internen Schreiben wird bestätigt, dass in Deutschland österreichische Parteimitglieder, Zitat, allgemein vom Landesverband Bayern geführt werden. Es gibt Hinweise, dass ca. 15 bis 20 österreichische Staatsangehörige derzeit bei der NPD Mitglied sind. Sie werden betreut vom NPD-Landesverband Bayern, genauer gesagt vom Kreisverband Rottal-Inn. Und zugunsten dieser Mitglieder unterhält die NPD bei der Raiffeisenbank in Braunau ein Konto, wo Mitgliedsbeiträge eingezahlt werden können. Die NPD appelliert auch, auf dieses Konto Spendenbeiträge einzuzahlen. Nach Erkenntnissen der Wiener Innenbehörden finden sich selbst polizeibekannte Neonazis in den Reihen der NPD. In zwei Fällen haben wir festgestellt, dass, und zwar im Zuge von Gerichtsmaßnahmen bei Hausdurchsuchungen, dass Aktivisten aus Österreich fest verankert bei der NPD in Deutschland sind und von dort auch das Know-how beziehen, um hier Aktivitäten zu setzen. Österreichische Rechtsextremisten sind schon länger wichtige Referenten in der NPD. Hier auf dem Großkongress des sogenannten Nationalen Widerstandes 1998 in Passau. Kameradinnen und Kameraden, ich übergebe nun das Wort an Herbert Schweiger. Herbert Schweiger, früher Unterscharfführer der Waffen-SS. Nach dem Krieg Mitglied und selbst Kandidat der FPÖ. Später Kader der verbotenen österreichischen NDP. Inzwischen fehlt er auf kaum einer NPD-Großveranstaltung als rechtsextremistischer Strippenzieher. Redner bei der NPD auch Robert Dürr, früher Korrespondent des Neonazi-Hetzblattes Sieg, später FPÖ-Gemeinderat, dann Leiter der rechtsextremen Gruppe Partei Neue Ordnung. Die Leute, die Mächte des Geldes, die dieses System tragen, sie werden nicht kampflos weichen. Wir müssen sie auf der Straße bekämpfen. Die NPD hat sich offenkundig von der Vorstellung entfernt, über Wahlen oder über Teilnahme an Wahlen Erfolge zu erringen. Sie vertritt heute das Konzept des Kampfes auf der Straße. Die Wahrheit über die Waffen-SS, ausgerechnet vom österreichischen NPD-Referenten Andreas Thiry. Wegen seiner Lobeshymnen auf die NS-Truppe wurde er in Österreich verurteilt. Heute agitiert er erfolgreich auf NPD-Schulungen in ganz Deutschland.
Die Deutsche Stimme hat ja diese Schulungsaktivitäten des Herrn Thierry ausführlich dargestellt. Nach diesen Informationen war er bei ca. 21 Kreis- und Ortsverbänden als Referent tätig und hat dort Ideologiemerkmale der NPD vorgetragen, die eindeutig verfassungsfeindlichen Charakter haben. Vorträge bei der NPD hält auch Bruno Haas. Der Österreicher war Vorsitzender der neonazistischen Aktion Neue Rechte, später Aktivist der inzwischen verbotenen österreichischen NDP. In Deutschland hetzt er seit Jahren bei der NPD und bagatellisiert sogar rassistische Gewalttaten. Wenn es junge Menschen gibt, die in ihrer Verzweiflung darüber, dass ihnen ihre Heimat systematisch weggenommen wird, dass ihnen ihre Zukunft verbaut wird, die in ihrer Verzweiflung darüber sich zu Taten hinreißen lassen, die nur als Verzweiflungstaten aus diesem Grund heraus zu werten sind. Denn ich kenne keinen Skinhead, der als Scheinasylant in den vorderen Orient gegangen ist oder der von der Sozialhilfe in Westafrika lebt. Rassistische Hetze und Stimmungsmache im bayerischen Klingenberg. In Österreich hat sich der Rechtsextremist dagegen rar gemacht. Also ich muss sagen zum Bruno Haas, dass wir in den letzten Jahren von ihm nichts mehr gehört haben, was Aktivitäten in Österreich betrifft, sondern nur im Zusammenhang mit Aktivitäten in Deutschland, dass er zum Beispiel bei Kongressen der jungen Nationaldemokraten teilgenommen hat. Bisher war die NPD Auffangbecken von Neonazis in Deutschland. Neu ist ihre Rolle als rechtsextremes Hinterland. Internationalismus im braunen Netz.